Die Menschen in Deutschland müssen sich ab dem Wochenende auf neue Corona-Beschränkungen einstellen. Das neue Infektionsschutzgesetz tritt an diesem Freitag in Kraft. In Kreisen und Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 in den vergangenen 3 Tagen soll die Bundesnotbremse ab Samstag automatisch greifen, wie das Bundesinnenministerium in Berlin erläuterte. Die zuständigen Behörden in den betroffenen Landkreisen und Städten müssen das Einsetzen der Notbremse noch am Freitag bekannt machen. Dann dürfen Menschen ab 22 Uhr die eigene Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen. Alleine spazieren gehen und joggen bis Mitternacht bleibt erlaubt. Es darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Präsenzunterricht an Schulen soll ab einer Inzidenz von 165 meist gestoppt werden.